Let's Play Portal. Herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Projekt auf meinem offiziellen neuen YouTube-Kanal. Warum ich sage, neuer YouTube-Kanal, das gilt es herauszufinden. Es ist immer noch derselbe Kanal. Also warum ist es quasi ein neuer Kanal? Das werde ich euch während dieses Let's Plays erklären oder versuchen näher zu bringen, was sich in nächster Zeit auf meinem YouTube-Kanal tun wird. Doch erstmal wollen wir gemeinsam herausfinden, was uns hier nach Aperture Science gebracht hat. Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, por donde fallar muchos... Vorsicht, das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Ja. Was haben wir hier zu suchen? Wo sind wir? Was ist das hier? Wir wissen... Wir sind irgendwo in etwas, welches, was sich Aperture Science nennt. Wir haben wunderschöne Musik. Wir haben eine eigene Kammer, die ziemlich geil aussieht, wie ich finde. Ziemlich geile Musik. Eine Toilette. Ja. Warum sind wir hier? Das gilt es herauszufinden. Und... euch, meinen Abonnenten, trage ich auch herauszufinden, bitte begeben Sie warum sich ich gesagt Test habe. In die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Ich muss dazu sagen, dass dieses Spiel verdammt laut ist, vor allem weil es auch noch so halt quasi. Und deshalb kann ich nicht reden, während sie redet, weil sonst hört man meine Stimme nicht mehr. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Was so viel bedeutet, wenn wir das Ding jetzt mitnehmen, dann wird der zerstört. Ich kann leider nicht reden, während sie redet, weil, wie gesagt, der Sound ist so laut. Ich habe es jetzt schon runtergeschraubt auf 30%, meine Stimme auf 100%. Vorhin war es Systemlautstärke auf 33%, meine Stimme auf 90%. Das heißt, ich habe es jetzt schon viel lauter gemacht als vorhin. Vorhin hat man meine Stimme, während GLaDOS gesprochen hat, überhaupt nicht mehr gehört. Ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen besser und ich hoffe, meine Stimme ist jetzt nicht zu laut. Also, ich hatte ja gesagt, neuer YouTube-Kanal... Und warum? Es ist immer noch derselbe Kanal. Und während dieses Let's Plays möchte ich euch stückchenweise Informationen geben, dass nicht alle Informationen sofort auf euch eindreschen und ihr nicht überfordert seid. So, oh, Mustafa, was willst du jetzt uns damit sagen? Ja, Mustafa. Aber jetzt schauen wir erstmal, GLaDOS will uns nämlich jetzt unbedingt den nächsten Testraum erklären. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast-Superkollisions-Superknopf. Machen wir. Ja, ihr habt richtig gehört, Mustafa. Ich würde gerne mal wissen, was passiert, wenn man sich... Perfekt. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse. Da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Ich würde gerne mal wissen, wie wir die hören können, weil, ja.
Hier ist nirgendwo ein Lautsprecher oder sonstiges. Aber gut. Ja, auf jeden Fall. Habt ihr richtig gehört? Mustafa. Neuer YouTube-Name, neues Kanalbild. Das kann das, quasi das YouTube-Bild, dieses große Bild, was man auf dem Kanal sieht, was ja in meinem Fall zurzeit die brasilianische Flagge darstellt, werde ich lassen. Okay. Und ich hoffe natürlich, dass euch das jetzt nicht verwirrt. Wenn ihr meinen Kanal schon abonniert habt, seid ihr dieses Thiago Silva oder Thiago Silva Fan. Und den Kanal gibt es ja schon seit 2015. Also was ist da passiert? Ich bin mir sicher, ich stehe jetzt extra hier, weil sie uns hier gleich nochmal was erklären wird. Was ist passiert? Warum hat er jetzt komplett... Dreht er durch oder was will er uns verwirren? Verarscht er uns nur? Guckt aufs Datum, ist jetzt der 15. März? Nein, verarschen kann er uns noch nicht. Was ist da los? Deshalb sage ich, stückchenweise möchte ich euch das in diesem Let's Play näher bringen, was ich auf meinem Kanal verändern möchte. Sie machen das sehr gut. Dankeschön. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsfilters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Okay, also GLaDOS hatte uns ja vorhin schon gesagt, dass, boah, das ist so laut auf meinen Ohren gerade, das ist extrem laut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese ich hoffe, dass es hier ein bisschen besser ist mit den Toren. Vollkommen sicher. Das Gerät allerdings weil, berühren Sie nicht hier halt es nicht so. Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch Sie testen zu lassen. Da, GLaDOS, bin ich dir so schnell. Ja, auf jeden Fall. Ja, was hat er vor? Ich will so ein bisschen geheimnistourisch sein. Warum heißt mein Kanal Mustafa? Also, ich hatte ja schon mal Mustafas Horror. Ein kleiner Denkanstoß von mir. Warum könnte der Kanal Mustafa heißen? Ich werde euch das im Verlauf... In Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. GLaDOS, ich kann lesen. Ob du es glaubst oder nicht. Auf jeden Fall, ups, bam. Bam. Das war wieder sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Ich brauche kein Glück, GLaDOS. Ja, also, warum Mustafa und was passiert da? Ich will euch nicht alles vorwegnehmen, deshalb freue ich mich schon darauf, eure Kommentare zu lesen. Warum könnte es denn sein, dass der Kanal Mustafa heißt? Und warum habe ich gesagt, ein neuer Kanal? Weil der Kanal gibt es ja schon seit 2015. Was passiert da? Ich freue mich schon sehr, eure Kommentare zu lesen. Ich bin ganz gespannt, was für Theorien ihr aufstellt. Da freue ich mich schon. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2, 1. Die
Diese Stromschläge finde ich total cool. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich dann auf eure Kommentare zu denen. Ich bin gespannt, welche Theorien ihr aufstellt. Sicherheit. Unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjektwohnort hier. GLaDOS, du kannst ruhig du zu mir sagen. Mein Name ist Mustafa. Oder wie wir in diesem Spiel heißen, Chell. Ja, wir heißen Chell. Ich habe Portal, sowohl Portal als auch Portal 2 habe ich schon. Alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energie kapseln. Gut, jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Ich habe sowohl Portal 1 als auch Portal 2 mehrfach durchgespielt. Deshalb bin ich so gut im Spiel und weiß auch ganz genau, was in jeder Deskammer zu tun ist. Ich habe auch andere Spiele in Planung, die ich Let's Playen möchte. Um jetzt mal auf die Gamer-Seite zu wechseln. Weg von den Verschwörungstheorien über meinen YouTube-Kanal und über mich. Harry Potter steht noch aus. Das Problem ist, ich möchte das Spiel chronologisch spielen. Also Harry Potter, der Stein der Weisen, die Kammer des Schreckens, der Gefangene von Azkaban, Feuerkelch, Orden des Phönix, Halbblutprinz und Heiligtümer des Todes. Das Problem dabei ist, ich habe nur zwei von diesen CDs. Beachten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Wie gesagt, ich brauche kein Glück, GLaDOS. Ach, hier kann man doch drauf laufen. Oh. Bam, 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 bam. Oh. Oh. Nein. Ich hab die Tasten wieder. Bemerkenswert. Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Ich habe gerade ganz kurz gedacht, dass ich sterben werde. Deshalb war ich so ruhig. Ja, also sehr viele Informationen im ersten Part. Das muss ich natürlich erst ersetzen. Nächste Testkammer mache ich noch mit euch. Und dann beende ich das Video auch. Ich werde an diesem Wochenende, also 15. März, 16. März, 17. März, jeweils ein Video machen und am Tag darauf oder am selben Tag das Video noch hochladen. Wir haben jetzt 23.47 Uhr, das heißt, heute hochladen wird ein bisschen schwierig. So schnell ist meine Internetverbindung dann doch wieder nicht. Aber morgen ab 9 Uhr werdet ihr das Video zur Verfügung haben. Und ja, ich freue mich schon auf eure Kommentare. Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. Ja. GLaDOS. Fantastisch. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Also, ich habe im letzten Part übrigens gesagt, dass eine bestimmte Stelle mich sehr an Presentable Liberties erinnert. Ich glaube, die Stelle kommt auch gleich, wo ich das gesagt habe. Ja, genau. Hallo, wir wieder. Unsere frühere Warnung. Ich werde den Satz nochmal wiederholen, wenn es passt. Spektakulär.
Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. That's what she said. Ich werde jetzt noch bis zu dieser Stelle spielen, wo ich im ersten Aufnahmeversuch gemeint hatte, dass mich diese Stelle, dieser Satz an Presentable Liberties erinnert. Und zwar an diesen Dr. Money. Ich werde jetzt nichts voraussagen, das wird ja sowieso gleich kommen. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich, meiden Sie ihn. Ich würde gerne wissen, was für ein Projektil das ist, weil das prallt ja ab und spritzt dann hier so durch die Gegend. Wenn irgendjemand eine Ahnung hatte, was diese Spritzer, sag ich mal, sind, ist, schreibt es da bitte in die Kommentare. Und es dauert wohl doch noch ein bisschen, bis wir zu dieser Stelle kommen. Ich kann dir einfach mal schon mal sagen, und zwar an Presentable Liberties erinnert mich so ein bisschen, weil die irgendwann sagt, ich bin mehr wert als alle Organe und Einwohner von Subjektwohnort hier. Das war knapp. Ja, das heißt, das erinnert mich sehr stark an Presentable Liberties. Weil die Dr. Money, der hat ja auch ein Virus kreiert, sage ich jetzt einfach mal. Und dieser Virus hat die ganze Welt ausgelöscht quasi. Und ja, dieser Virus hat quasi alle Menschen getötet. Und dazu muss man sagen, dass dann dieser Dr. Money ein Gegengift entwickelt hat. Und mit diesem Gegengift sind aber quasi alle Menschen an Organversagen gestorben. Und somit warst du die einzig lebende Person noch. Das Gerät kann jetzt zwei verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjektwohnort hier. Genau diesen Satz meinte ich. Das erinnert mich voll an Presentable Liberties. Ach scheiße. Ich habe das Portal falsch gesetzt. Ja, blöd, ne? Nochmal zurück. Ach, scheiße. Ach, Mann. So, hier ist das gelbe Portal. Da muss da vorne das blaue Portal hin. So, jetzt passt. Okay. Ich beende dann, wenn wir durch diese Kammerschleuse, wie sie es nennt, durchgegangen sind. Beende ich das Video und wir sehen uns dann morgen im nächsten Part von Let's Play Portal 1. Ich freue mich schon auf eure Kommentare und wenn dieses Video, wenn der erste Part von Portal 1, von dem Let's Play, 10 Likes bekommt oder mehr, spiele ich nach Portal 2, ich werde die beiden Portal-Teile hintereinander spielen, spiele ich danach Presentable Liberties. Also, wenn ihr ein Let's Play von Presentable Liberty sehen wollt, nach Portal 2, Entschuldigung, lasst 10 Likes da auf dieses Video. Und generell über ein Like würde ich mich sehr freuen. Abonniere meinen Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Oh mein Gott, was ist heute los? Abonniere meinen Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Falls du auch ein Mitglied meiner Gang sein möchtest,
Schreibt einen Kommentar, wie es dir gefallen hat. Über Feedback freue ich mich immer. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Portal 1. Bis dann und ciao.